Nach diesem Wochenende kann ich sagen, wer klar eine Haltung zum Thema Impfen in Vorarlberg bezieht, vor allem auch wenn es um ungeimpfte Lehrer geht, der steht ganz schön im Wind. Habe aber auch selten so viel Zuspruch, so viele Reaktionen auf einen Kommentar bekommen. Jetzt in Ihrem Bereich sind einige Berufsgruppen versammelt, wie in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in denen es mit dem Impfen auch nicht ganz einfach immer war. Nämlich sowohl in der Kinderbetreuung als auch den Kindergärten, der Volksschule in Teilbereichen, aber dann eben auch wieder in der Altenpflege. Wie gehen Sie in diesen Bereichen um? Würden Sie eine Impfpflicht gar befürworten? Wie gehen Sie in Bludenz davor? Ja, vorerst nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, die Impfung, ich glaube, seit langer Zeit eine große Diskussion auch bei uns. Ich merke es tagtäglich nicht nur bei der Arbeit, bei meinen Mitarbeitern, sondern natürlich auch im privaten Umfeld, im familiären Umfeld. Ja, ich denke, wie gehe ich da vor? Ich bin selber geimpft, auch schon zweimal geimpft und ich würde es wieder tun. Das ist schon mal eine klare Aussage auch von meiner Seite. Und ja, Kritik, ich habe es natürlich auch gelesen am Wochenende, aber ich sehe das eigentlich genau wie Sie, Herr Riedmann. Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Und Personen im öffentlichen Dienst, ob das bei mir in der Stadt ist, ob das in Betreuungseinrichtungen sind, ob das in der Pflege ist, wir haben eine Verantwortung auch der Öffentlichkeit gegenüber. Und da sehe ich schon und kann hier eigentlich nur an diese Verantwortung appellieren und jedem sagen, lassen Sie sich impfen, denn ich habe keine andere Idee oder keine andere Lösung, wie wir aus dieser Krise herauskommen sollen. Was sind die Hauptbefürchtungen, die in den Gesprächen Ihnen entgegengetragen werden? Ja, natürlich die Ungewissheit, ist der Impfstoff, funktioniert das überhaupt? Man kann ja trotzdem angesteckt werden. Ja, schon, aber das heißt, man hat nicht so einen starken Verlauf, man hat einen milden Verlauf. Und ich schütze nicht nur mich, ich bin ein junger Bürgermeister, Sie haben es angesprochen, noch keine 30, muss ich mich schon impfen lassen, gehöre ich zur Risikogruppe. Ich habe aber eine Verantwortung auch den Eltern gegenüber. Und somit sehe ich es klar als meine Verantwortung, mich impfen zu lassen. Und das Risiko, ja, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe, ich kann es nicht genau definieren, aber ich verlasse mich auf diese Meinungen und die sagen klar, gehen Sie impfen.